Finalsätze. Das sind die Nebensätze, die entweder mit der Konjunktion damit oder mit der Infinitivkonstruktion um zu gebildet werden. Was da genau der Unterschied ist, das erkläre ich dir in diesem Video, genauso wie die Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit du um zu benutzen kannst. Und ich zeige dir auch die drei Verben, die du niemals in einem Finalsatz benutzen darfst. Hallo, mein Name ist Jan und ich bin dein Lehrer hier auf Easy Deutsch, deinem Kanal für deutsche Grammatik. Heute geht es um die Finalsätze. Als erstes, was sind Finalsätze? Finalsätze sind immer Nebensätze, also Verb ans Ende vom Satz. Und diese Nebensätze geben immer einen bestimmten Zweck oder eine Absicht an, die man mit einer bestimmten Handlung beabsichtigt. Also was möchte man damit erreichen? Das geben die sogenannten Finalsätze an. Und du hast hier mehrere Möglichkeiten, diese zu bilden. Und die erste davon ist die unterordnende Konjunktion damit. Und damit ich dir das ordentlich an einem Beispiel erklären kann, dafür wechseln wir jetzt in mein E-Book. So, schauen wir uns als erstes den Finalsatz mit damit an. Ein Finalsatz mit damit ist immer ein Nebensatz und normalerweise steht der Nebensatz hier immer hinter dem Hauptsatz. Aber es ist auch möglich, dass man den davor stellt und auch wenn die Situation klar ist, dass der Nebensatz hier allein steht. Also wenn die Frage klar ist, dann kann das Ganze auch allein stehen, wie hier zum Beispiel, wofür arbeitest du so viel? Ich arbeite so viel, damit ich mir den Urlaub leisten kann. Das erste Hauptsatz, dann der Nebensatz. Du kannst aber auch sagen, damit ich mir den Urlaub leisten kann, arbeite ich so viel. Und da wir hier ja die Frage haben, also die Situation klar ist, reicht es auch, wenn wir sagen, damit ich mir den Urlaub leisten kann. Wir müssen die Frage hier nicht wiederholen, denn der Hauptsatz ist ja im Prinzip nur die Wiederholung der Frage. Also das hier ganz einfach, Konjunktion damit schickt das Verb hier ans Ende und leitet den Finalsatz ein. Du kannst genau das Gleiche auch mit um zu machen. Mit um zu ist keine direkte Konjunktion, sondern es ist eine sogenannte Infinitivkonstruktion. Das bedeutet, dass wir um hinter dem Komma stehen haben als Konjunktion, aber am Ende kommt immer der Infinitiv des Hauptverbs oder des konjugierten Verbs plus zu davor. Also es nutzt den Infinitiv mit zu am Ende. Hier ist die Bedingung, dass das Subjekt im Hauptsatz dasselbe sein muss wie im Nebensatz. Sonst funktioniert nur damit. Also hier, ich arbeite so viel, um mir den Urlaub leisten zu können. Wenn du dich schon mit den Infinitivsätzen, dem Infinitiv mit zu auskennst, weißt du, dass hier dann kein Subjekt direkt drin steht. Deswegen muss es das Gleiche sein wie im Hauptsatz hier. Ich arbeite so viel, damit ich mir den Urlaub leisten kann. Das Ich fällt raus bei Infinitivkonstruktionen und Infinitivsätzen und dieser Satz gehört dann hier zu diesem dazu, bezieht sich auf diesen. Deswegen um zu kannst du nur nutzen, wenn das Subjekt gleich ist. Um es noch etwas zu verdeutlichen, hier nochmal ein Vergleich. Wozu braucht man ein Auto? Man kann in den Urlaub fahren. Also, das hier ist der Zweck von dem Auto. Man braucht ein Auto, um in den Urlaub fahren zu können. Man braucht ein Auto, damit man in den Urlaub fahren kann. Hier funktioniert beides. Es bedeutet auch exakt das Gleiche. Also hier ist kein Unterschied, auch nicht zwischen den Zeilen. Es ist exakt identisch. Der Unterschied liegt nur in der Grammatik. Hier steht das Mann da, genauso wie hier. Also du siehst, hier ist es dasselbe Subjekt und hier fällt es weg. Warum gibt es beide Versionen?
Hier, diese Variante ist grammatikalisch ein bisschen einfacher, weil du das Verb nicht konjugieren musst. Aber natürlich musst du da aufpassen, dass hier das Subjekt übereinstimmt. Die meisten Muttersprachler werden wahrscheinlich immer diese Variante nehmen, eben weil das beliebter ist, keine Konjugation des Verbs. Und diese Variante funktioniert immer. Da musst du hier hinten aber auf die Konjugation aufpassen, je nachdem, was dir lieber ist. Hier noch ein zweites Beispiel, wo es auch gut klappt. Man muss nicht zur Arbeit laufen, man braucht ein Auto, um nicht zur Arbeit laufen zu müssen, oder man braucht ein Auto, damit man nicht zur Arbeit laufen muss. Hier ist das auch selbes Subjekt und dementsprechend funktionieren beide. Aber schauen wir uns jetzt mal ein Beispiel an, wo um zu nicht funktioniert. Die Frage ist, wozu baut China einen großen Staudamm? Und der Grund dafür ist, die Menschen können den Strom nutzen. China baut einen großen Staudamm, damit die Menschen Strom nutzen können oder den Strom nutzen können. Hier haben wir China als Subjekt und hier ist dann die Menschen das Subjekt. Dementsprechend, das ist nicht das gleiche Subjekt und dementsprechend kann umzu hier nicht benutzt werden, da wir zwei verschiedene Subjekte haben. Wenn du dazu noch mehr wissen möchtest, dann verlinke ich dir die Lektion zu Infinitivsätzen auf meiner Website und in ein paar Wochen wird es dazu auch ein Video hier auf meinem Kanal geben. Vorher aber noch als letztes Besonderheiten, denn es gibt drei Wörter, die können keinen Finalsatz bilden. Aus einem ganz einfachen Grund. Sie bedeuten selber schon, sie geben selber schon einen Zweck, eine Absicht oder ein Ziel an. Und das sind die Modalverben sollen, möchten und wollen. Sie können keinen Finalsatz bilden, weil das wäre doppelt. Sie haben schon dieselbe Bedeutung und werden deswegen immer gegen können eingetauscht oder einfach ganz weggelassen. Hier die Frage, wofür brauche ich viel Geld? Ich will viel reisen oder möchte viel reisen. Ich brauche viel Geld, um viel reisen zu können. Oder ganz einfach, ich brauche viel Geld, um viel zu reisen. Also es funktioniert nicht, wenn du sagen möchtest, damit ich viel reisen möchte, damit ich viel reisen will. Das funktioniert nicht, weil es wäre doppelt. Das geht dann nicht. So, ich hoffe, du hast heute wieder sehr viel gelernt und weißt jetzt genau, wie die Finalsätze funktionieren. Wenn nicht, schreib einfach noch einen Kommentar mit deiner Frage hier unter das Video und ich beantworte alle deine Fragen. Und dann hoffe ich, sehen wir uns morgen wieder. Dann erkläre ich dir nämlich noch die Konsekutivsätze. Das sind die Nebensätze, die mit der Konjunktion so dass eingeleitet werden.